Ich bin heute für euch im Tierheim in Düsseldorf. Und heute habe ich mal ein bisschen Verstärkung dabei. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, ich bin die Annette Gresorio und ich bin seit November 2012 hier die Hundetrainerin im Tierheim. Ich bin die Melanie Gordon, bin seit fast 20 Jahren hier im Tierheim und derzeit die stellvertretende Bereichsleitung für die Hunde. Und wer hier noch ein schönes Zuhause sucht, das seht ihr jetzt. Das ist der liebenswerte Dreibeiner Balto. Der hübsche Galgo-Mischling sucht ein ruhiges, schönes Zuhause. Da der Rüde anfänglich etwas ängstlich auf neue Situationen reagiert, ist es wichtig, dass sein neues Reich Schutz und Sicherheit bietet. Hat er sich erst einmal eingelebt, ist er nicht mehr zu bremsen. Was er gar nicht mag, ist Mitleid. Das braucht er auch nicht, da er trotz seiner Behinderung sehr gerne spazieren geht und auch keine Probleme damit hat. Auch mit Artgenossen kommt der Vierjährige gut zurecht. Wie kann man denn jetzt mit euch in Kontakt treten? Ja, am besten über unsere Internetseite tierheim-düsseldorf.de oder während unserer Öffnungszeiten jeden Tag von 12 bis 16 Uhr, außer dienstags und sonntags, da ist unser Tierheim geschlossen.